Also wie im letzten Jahr ist es natürlich wieder etwas ganz Spezielles, so eine Veranstaltung tatsächlich in den Räumlichkeiten eines Vergnügungsparks durchzuführen. Üblicherweise hat man ja irgendwelche Konferenzräume in Hotels. Da ist das Ambiente hier doch schon ein ganz, ganz spezielles. Wenn man hier reinkommt in das Veranstaltungszentrum, dann haben wir da halt schon mal so ein Spiegelzelt, so ein Spiegelpalast. Und das Gesamtambiente ist natürlich sehr, sehr spannend, weil man einfach eine etwas andere Stimmung hat. Die Leute sind wie letztes Jahr bunt gemischt. Das finde ich halt das Schöne an dem Gesamtthema Ziam, dass wir hier tatsächlich ganz, ganz viele Vertreter aus den Fachbereichen, aus dem Anwendern, aus dem Vertrieb der Kunden haben. Wir haben Marketing, wir haben Sales und mit denen zusammen sich hier darüber zu unterhalten, wie wir den Customer Journey, die Customer Experience für die Kunden verbessern können und das mit Software aus Deutschland, finde ich einfach total klasse. Das ist ein echt schönes Highlight. Alles andere, wo ich bei den Events unterwegs bin, das ist dann meistens sehr, sehr Nischenpublikum, sehr technisch. Hier ist es schön gemischt. Und die Frage nach dem Highlight würde ich ganz klar sagen, dass wir zwei Dinge bislang hatten, und zwar am Anfang diesen Bogen, dass wir einmal so eine große Story rund um AI, künstliche Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten bekommen haben und dann danach tatsächlich eine komplette Abwechslung, um dann einmal in den FSV Mainz 05 abzutauchen und eine wirklich herzzerreißende kleine Intro zu haben, wie da tatsächlich solche Technologie dafür genutzt wird, mit den Fans weiter in Kontakt zu bleiben. Das war für mich ganz, ganz klar das Highlight des Tages.